habe hier die wunderschönen kleinen Pfifferlinge. Das ist die Auslese. Die kostet zwar 10 Euro mehr wie die großen, aber wenn Sie das natürlich dann zu dem Steg haben, sieht auf dem Teller schon ganz anders aus und es ist eine sehr schöne Sache. Es sind auch leichter zu putzen, obwohl man sagt, ja, diese vielen kleinen, ich wasche die richtig zweimal durch, dass der ganze Sand raus ist. Man im Becken ganz viel schwarzen Sand, der dann wirklich abgegangen ist. So, und dann kommen die bei mir auf Bleche, Tücher drauf und dann stelle ich die, wenn möglich, weil heute haben wir ja auch sehr schönes Wetter, ich stelle die draußen in die Sonne, sodass die wieder abtrocknen. Das im Prinzip, man sagt ja zu dem Pfifferling auch Schwammer und nicht umsonst, weil die sind wie ein Schwamm. Bei den Kleinen habe ich das Problem nicht ganz so, bei den Größeren, die haben natürlich eine größere Porung und die saugen natürlich unwahrscheinlich auf. Die sind noch so schön zu hier, diese Kleinen, da ist noch nicht so viel schwammige Masse. Die kann man richtig schön durchwaschen und dann, wie gesagt, kommen die auch erstmal zum Abtropfen auf den Sieb, dann kommen die auf Siebe und werden draußen mit Tüchern abgedeckt in die Sonne gestellt und da hat man sie dann, jetzt sind sie wieder richtig schön trocken und lassen sich auch gut verarbeiten, wenn ich die jetzt in die Pfanne tue. So. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de